Jedes Fossil erzählt eine eigene Lebensgeschichte. Und das finde ich sehr spannend, sich vorzustellen, wie das dann vor 10, 20, 300 Millionen Jahren ausgesehen hat, wie das Tier gelebt, gefressen, gestorben ist, wie es zum Fossil geworden ist, wie es an die Oberfläche gekommen ist und wie es dann möglicherweise auch von historischen Persönlichkeiten gefunden worden ist. Und wie am Ende ich dann dafür sorge, dass das Fossil weiter besteht und für die Forschung zugänglich ist. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Die Sammlung fossile Vertebraten umfasst ungefähr 1,2 Millionen Objekte. Das ist eine grobe Schätzung. Und da ist alles dabei, von kleinen Säugetierzähnchen bis zum großen Giraffatitan. Die Sammlung ist auf verschiedene Räume in verschiedenen Gebäuden aufgeteilt. Und das Museum möchte alle Räume renovieren und auch teilweise neue Gebäudeteile bauen. Und das bedeutet für die Sammlung, dass alle 1,2 Millionen Objekte mindestens einmal umziehen müssen. Und hier ist ganz wichtig, dass wir die Logistik perfektionieren. Wir wollen also quasi immer wissen, wo ist welches Stück gerade, wie kommen wir dran und wo kommt es später wieder hin. Das sind historische Gipsmodelle von ausgestorbenen Tieren. Die sind mehr als 100 Jahre alt und zeigen natürlich auch, wie man damals zu historischen Zeiten sich so Tiere vorgestellt hat und sind damit auch sehr wichtig zur Wissenschaftsgeschichte. Bei großen Objekten muss man eben nicht nur gucken, dass die Kiste das Gewicht aushält, sondern auch, dass wir durch alle Türen und alle Wege kommen. Und das ist ganz wichtig, schon von vornherein zu wissen, wo kommen die Sachen hin, wo müssen sie durch, in welchen Fahrstuhl müssen sie, was für ein Gewicht kann der Fahrstuhl, damit es am Ende auch dann klappt und am Umzugstag dann keine Probleme auftreten. Ihr sagt mir, wenn ich raus bin, komplett, ja? Jetzt bin ich raus, oder? Ja. Digitalisierung ist für uns wichtig, weil wir zum Teil erstmals erfahren, was haben wir überhaupt für Stücke, wie viele Stücke haben wir, in welchem Zustand sind die, wo kommen sie her und was können wir damit machen. Das ist jetzt eine sehr typische Schublade aus der Sammlung fossiler Muscheln. Wir haben hier Muscheln vor allem aus der Kreidezeit, zum Beispiel aus Österreich oder Frankreich. Für uns ist es auch wichtig zu wissen, wie schwer die Fossilien sind, weil wir die Statik der Räume berücksichtigen müssen. Das heißt, wenn wir umziehen und neuen Räumen einziehen, wollen wir wissen, wie viel hält der Raum aus und wie viel wiegen die Schubladen. 10,4. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie viel die Schubladen insgesamt hier in dem Raum wiegen. Wir haben aber schon mal um die 500 Schubladen gemessen und sind bei über 3 Tonnen rausgekommen. Wir finden immer wieder Objekte, die wir verloren geglaubt haben oder Objekte, die von besonderer Wichtigkeit für internationale Wissenschaftler sind, wo wir dann auch in Austausch mit denen kommen und denen Fotos von den Stücken zeigen, die uns dann bei der Identifizierung zum Beispiel helfen. Und so ist die Idee, wir erschließen mal schnell, nicht ganz so einfach, weil jede Schublade einzigartig ist und jede Schublade eigene Herausforderungen hat. Das ist jetzt eine Schublade mit Echinodermen. Echinodermen sind Stachelhäuter und speziell in dieser Schublade befinden sich Seelilien aus der Triaszeit. Das ist auch eins, wo wir lange dachten, dass es verloren ist und haben es wieder gefunden. Das ist eine sehr besondere Seelilie aus der Triaszeit, die aus dem oberen Muschelkalk in Elm stammt, bei Braunschweig. Und dies besonders, weil die schon 1719 abgebildet wurde und damit auch auf jeden Fall eines der ältesten abgebildeten Stücke in der Sammlung fossile Invertebraten ist. Wie man sieht, das ist an sich ein sehr, sehr gut erhaltenes Stück. Aber solche Stücke sind halt auch besonders fragil und gerade im Hinblick auf den Umzug müssen wir halt alle Stücke transportieren. Und deswegen schnitze ich Knochenbetten für solche Stücke, damit diese erschütterungsarm transportiert werden können und zugleich dann auch noch auf Langzeit gut gelagert werden können, sodass solche Stücke halt möglichst gut erhalten bleiben können. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis die Umzüge losgehen und nutzen jetzt die Chance, alles in die Umzugsvorbereitung reinzusetzen. Also als nächstes lege ich jetzt den Boden davon mit der Watte aus. Wir müssen sozusagen die Objekte jetzt transportfähig kriegen und eben erschließen, damit wir dann wissen, was haben wir, um dann sagen zu können, wo kann es zwischengelagert sein
und dann, wie wird es am neuen Standort wieder aufgestellt? Das ist jetzt fertig und so kann es erstmal bis zum Umzug schon optimal gelagert werden, deutlich besser, als wenn es einfach in irgendeiner Kiste wäre. Und dann ist es auch optimal für den Punkt dann, wenn wir umziehen, damit es auch erschütterungsarm an den neuen Standort transportiert werden kann.